Es war erst nicht ganz klar, ob die deutschen Freiwassermeisterschaften nicht wortwörtlich ins Wasser fallen würden. Der SC Magdeburg richtet sie am Barleber See aus. In diesem Jahr ist was ganz Besonderes, denn die höchst erfolgreiche Schwimmerabteilung steht vor einer ungeklärten Zukunft. Ein Grund mehr für die Magdeburger Schwimmer, sich heute richtig in die Fluten des Barleber Sees zu stürzen. Faszination Freiwasserschwimmen, 10 Kilometer die erste Entscheidung heute. Die Besten werden nicht länger als 110 Minuten unterwegs sein. 8 Runden mit Verpflegungszone, nur die 25 Kilometer sind noch härter in jeder Hinsicht. Deutschlands derzeit beste Freiwasserschwimmer Rob Muffels und Finja Wunram vom SC Magdeburg trainierten heute nur. Sie starten über die 5 Kilometer am Sonntag, um Kräfte zu schonen für die WM im Balaton in 3 Wochen. Die Bedingungen sind gar nicht so unterschiedlich im Vergleich jetzt zu Balaton. Also wir haben hier sehr ruhiges Wasser, wir haben keine Strömung. Das Wasser ist auch relativ warm, so wird es in Ungarn auch sein. Jetzt letzte Woche hatten wir natürlich einen Weltcup in Portugal, wo wir Strömung hatten, Wellen hatten. Also ein komplettes Gegenteil. Dort in Setúbal erzielte Teamweltmeister Rob Muffels über die 10 Kilometer als Zweiter gerade sein bestes Weltcup-Resultat überhaupt. Er schwamm dort mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch. Noch immer hat der Verband nicht über die Zukunft der Stützpunkte Magdeburg und Halle entschieden. Und damit über die Zukunft ihres Trainers. Eine besondere Motivation. Wir wollen zeigen, was wir können. Und wollen natürlich auch zeigen, was der Stützpunkt Magdeburg zu bieten hat und auch in Zukunft zeigen kann. Erfolgreicher als die SCM-Freiwasserabteilung ist keine andere in Deutschland, national und international. Rob Muffels wurde 2015 Teamweltmeister und im vergangenen Jahr zusammen mit Finja Wunram Vize-Europameister. Beide sind erst 21. Die Erfolgstrainingsgruppe ist durch die unsichere Standortsituation noch enger zusammengerückt. Es ist natürlich so, dass in der derzeitigen politischen Situation im deutschen Sport die Sportler sich auch in irgendeiner Art positionieren wollen. Das können sie nur über Leistung. Und dann haben sie einfach auch die Idee, okay, ich schwimme für meinen Standort, ich schwimme für meinen Trainer. Und das passiert im Moment. Allerdings, denn erster Titelträger heute wurde sensationell ein anderer junger SCM-Schwimmer. Markus Herwig, 21, behielt im Duell mit dem eigentlich favorisierten Andreas Waschburger aus Saarbrücken die Nerven. Herwig ausgepumpt, aber überglücklich. Ich war im Training jetzt sehr, sehr stark, schnell wie noch nie bisher. Und ja, von daher kam dann auch im Rennen irgendwann die Gewissheit, so okay, du schwimmst die ganze Zeit vorne locker mit, relativ locker mit. Am Sonntag will sich Markus Herwig im Barleber See über die 5 Kilometer das WM-Ticket sichern. Es wäre eine weitere Empfehlung für den Stützpunkt Magdeburg. Heute wurde der Außen